eine oder andere Position gesetzt. Mein Durchschnittseinstieg hat jetzt, ich bin da mit 40 Minis im Live-Konto unterwegs, um das mal zu betonen. Man sieht es hier oben immer an der Nummer. Nicht, dass wieder irgendwelche Geschichten hier rauskommen. Das heißt, ja, der handelt ja bloß im Demo oder sonst irgendwas. Nein, das hier ist mein Live-Konto. Wir werden die Analyse gleich für ein paar Minuten im Paper machen. Das hier ist live. Mein Durchschnittseinstieg ist hier bei 1,39,18,4. Und mein Stop habe ich jetzt inzwischen auf 14, 15 Punkte in den Gewinn gezogen. Das ist das, was wir heute Morgen die ganze Zeit kommuniziert haben. Wenn man sich auf so einen Tag vorbereitet, wenn so eine News kommt, dann kann uns nichts Besseres passieren, als morgens eine Position zu platzieren, den Stop hinterher zu trailen, auf Gewinn oder in den kleinen Gewinn zu ziehen und kurz bevor die News kommen, wenn der Markt nervös wird, so wie es ja jetzt gerade passiert, wie wir sehen, wie er jetzt hin und her springt, dann den Stop auf das Tagesziel zu legen. Die Position war zwischendurch schon über 1000 Dollar vorne, sicher ist das viel Geld, aber wir brauchen uns über nichts zu ärgern, auch wenn das Ding jetzt rausfliegt, dann sind das 15 Punkte, im schlechtesten Fall sind 600 Dollar Gewinn. Ballert das Ding durch nach oben und wir marschieren Richtung 1,39,70, das sind jetzt immer noch 30 Punkte, mal 40 Dollar, kommt noch eine Menge oben drauf, dann ist das on the top, dann gibt das ein geiles Wochenende. Oder man gönnt sich mal übers Wochenende. Das langt sogar schon für ein Wochenende auf Malle, oder? Wenn man das schon mal on the top kriegt. So viel dazu. Wir werden die Position laufen lassen und die im Auge behalten. Die Jungs, die noch nicht drinne sind und überlegen, irgendwo einzusteigen, wir werden in der Regel jetzt erleben, dass wir einen Move in eine Richtung kriegen. Ich werde in dem Fall in circa 5 Minuten aus meinem Stop einen Trailing-Stop machen, so dass das Ding automatisch hinterhergetrailt wird in dem Abstand, den der jetzige Kurs zum Stop hat. Wichtig ist für so eine Geschichte, dass wir uns die ganze Bewegung hier vorher anschauen. Wir nehmen dieses Späßchen. Ich breche das mal ab und wechsle mit euch mal den Schirm. Das muss ich hier nicht im Live-Konto rumspielen, oder? Das macht dann nicht so viel Sinn. Wir merken ja schon, wie der Markt jetzt hier rumzuckt. Okay, Darmain. Risikobelehrung war klar, Risikohinweis, ne? Oder müssen wir ja schnell durchballern hier, damit ihr den akzeptiert. Ganz schnell, alle in diesem Seminar, Webinar getroffenen Aussagen, dienen ausschließlich der Information der Teilnehmer, sind keine Empfehlung oder Aufforderung, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen, jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds, insbesondere mit Derivaten und liegenden Risikos eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können oder Kapital darüber hinaus, besteht Nachschusspflicht. Wie spezielle Risiken der Anlage vor, muss sich jeder Webinar, Seminar Teilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste von Börsengeschäften, der Teilnehmer auf Beispiele oder Aussagen, die Seminars oder Webinars beruft, wird weder von Dozenten noch von Forex Pro Systemen noch von deren Erfüllungsgehilfen übernommen. Im Übrigen gelten die Lizenzbestimmungen AGBs von Forex Pro Systeme. Gesehen, gelesen und geweint. So. Bob. Mein Stop liegt immer noch da unten bei 32. Wir werden sehen, ob der jetzt hält. Wenn ich Pech habe, fliege ich eben jetzt kurz vorher raus. Dann sind das eben 600 Dollar. Dann ist das so. Ist ein schönes. Ist immer noch das Tagesziel. Ist völlig in Ordnung. Brauchen uns keine großen Gedanken drüber machen. Alles andere. Wir hatten heute Morgen diese Bewegung hier gemessen und wir sehen, wie er die sauber abgearbeitet hat. Erstes Ziel, zweites Ziel, nächstes Ziel, kurzer Rückschlag und hier oben Zieleinlauf, genau bei der 46, die wir heute Morgen auch kommuniziert haben.
Wie Schirm ist schwarz? Ist der Schirm bei allen schwarz oder nur bei... Nö. Nur bei Johannes. Nur bei Johannes. Nur bei Johannes. Hannes hat einen schwarzen Schirm. So, jetzt müssen wir den ganzen Spaß angucken, was er jetzt überhaupt machen darf. Er darf bis an die 32,9, bis dahin auf jeden Fall zurücklaufen an dieses Hoch. Deswegen liegt da drunter auch mein Stop. Ich hoffe, ich habe ihn noch richtig platziert. 32,8 ist ein bisschen knapp. Ich habe den Punkt drunter gelegt auf 31. So, moin Jens. Unser Rolando fehlt heute, der trinkt wahrscheinlich schon Bier. So, wie gesagt, der schlechte Fall, er darf jetzt hier aufsetzen. Wenn er da jetzt keinen Schub nach oben kriegt, dann muss diese Position auch raus. Und ich will auch nicht sinnlos Kohle hier verschenken oder zerschießen. Ab dem Augenblick, wenn jetzt hier richtig Dampf reinkommt, wird das Risiko, gehe ich gleich drauf ein. Sag schnell. Ich werde da draußen einen Trailing-Stop machen, dass er den dann automatisch hinterher reißt. Vorausgesetzt, er bricht nach oben aus. Wenn er nach oben rausfegt, dann haben wir auch die faire Chance, dass er den Stop mitreißt und dann mal gucken, was wir rausholen können. Also, einfach mal Piep sagen, wer hier dabei ist. Wer noch nicht dabei ist und sich einen Einstieg sucht, der muss jetzt die erste Bewegung abwarten. Ich weiß, das widerspricht alles, was man jetzt hier sieht, auch die Position, die ich im Markt habe, die ist nicht astrein nach Euro-Pro-Regeln. Demnach hätte ich spätestens bei der 40 aussteigen müssen. Aber mein Stop liegt auf dem Tagesziel. Mehr will ich nicht. Jetzt will ich versuchen, so viel wie möglich aus dem Markt rauszukitzeln, was irgendwie nur geht. Also, vorbereitend dazu, wir sind jetzt genau in dieser Range. Das Ding von heute Morgen hat er sauber abgearbeitet. Jetzt hat er hier diese Range aufgebaut. Und jetzt sollen wir einfach mal gucken. So richtig kommt er da nach unten auch noch nicht durch. Aber vielleicht gleich. Jetzt müssen wir nämlich genau aufpassen, wenn wir das Ding jetzt gemessen haben, wenn wir jetzt unsere Bewegung gemessen haben, müssen wir gucken, wo darf er hin. Marken aufschreiben, damit er wisst, wo er reagieren muss. Die 59 und die 74 prädestiniert. Nach unten die 24 und dann die 39,09. 39,09 ist genau das, wo heute Morgen schon mal gewesen ist, wo ihr ganz kurz nach unten rausgefegt ist. Wo wir ganz kurz diese Abwärtsbewegung, die wir heute Morgen kurz vor 8 hatten, die hat er genau bis an den Punkt gemacht und da haben wir auch unsere unsere 2,61 liegen hier. So, dieser Fibo ist jetzt für die nächsten, sage ich mal, 4 Minuten ausschlaggebend. Wir müssen damit rechnen, dass wir höheren Spread kriegen. Die jetzt spreadbasiert handeln, haben den Vorteil, dass sie bei 3 Punkten gedeckelt sind. Bei uns Commission-based wird man sehen, dass der Spread wahrscheinlich gleich auf vielleicht sogar auf 3, 4, 5 ganze Punkte auseinanderfliegt. Dass da nur so eine extreme Slippage entsteht, glaube ich eher nicht. Hier, meine Frau hat Koffer gepackt für den Urlaub. Er hat gesagt, ich soll meinen packen. Ja, das lenkt ab. Ihr seid jetzt viel zu nervös. Wir können euch sowieso nichts machen. Position ist im Markt und die News kommen genau in 3 Minuten. Die 3 Minuten, die kann man noch überbrücken, oder? Die markanten Marken haben wir. Die 09, die hatten wir seit gestern schon auf dem Deckel. Darunter kommt nachher irgendwo der 80er Bereich. Da sind wir bei der 84. Bis dahin könnte er abstürzen. Wenn er nach oben volle Granate rausgeht, küssen wir vielleicht sogar ganz kurz die 1,40. Die Folge wird sein, das wird jetzt noch gar nicht so schlimm werden,
vermutet wird, dass der Zinssatz so bleibt. Wir können ja mal kurz in unseren Wirtschaftskalender gucken. Dafür haben wir den ja. So, Termine. Wenn der Zinssatz so bleibt, wie er ist, wird der Kurs wahrscheinlich in beide Richtungen ausschlagen, ganz kurz, und wird dann wieder da landen, wo er jetzt auch ist, dann wird nicht viel passieren. Wird der Zinssatz gesenkt, wird der Euro fallen wie ein Stein und der DAX wird explodieren. Sollte wieder erwarten, die Zinsschraube angezogen werden, dann wird es genau umgedreht passieren. Dann wird der Euro explodieren und der DAX wird fallen wie ein Stein. Wenn der, da haben wir ihn. So, wir haben es noch genau. Die paar Sekunden. Und wir sehen auch, wie das Brett hin und her fliegt. Wir haben noch 10 Sekunden. Jetzt haben wir eben gerade hatten wir 7, 8 Punkte Spread. Habt ihr das gesehen? Eben mal ganz kurz. Da. Bupp. So, Trailer hinterher, auf geht's. Da haben wir ihn. Bup. Halt, stopp. Muss er hier mitnehmen. Stop hinterher auf die 48. Wer ist noch dabei? So, lassen wir das Ding rennen. Hier beschwert sich doch tatsächlich einer, unser lieber Georg, ich bin plus 20 rausgeflogen. Da hat einer 20 Punkte gemacht und kotzt. Wie geht denn sowas? Ich hau dir was an die Backen, mein Lieber, wenn ich dich das nächste Mal erwische. So, hier haben wir das Ausbruchslevel. Wir sind bei 18 rein. Das wären 30 Punkte. Also im schlechtesten Fall fliegen wir mit $1,200 raus. Ich glaube, das geht. Stefan, Glückwunsch, hat 21,5, Georg hat 20 Punkte. Noch eine irgendwelche Meldung im Moment. Könnte man sogar frech sein und sehen, wenn er jetzt zurückläuft, mal gucken, wie weit er zurückläuft und uns eine Umkehrformation macht, dass man vielleicht sogar nochmal nachlegt. Siegfried auch 20 Punkte. Hey! So soll es doch was werden, oder?
Dafür machen wir doch den ganzen Mist hier. Noch eine Meldung? Noch einer ohne Fahrschein? Position von heute Morgen gehalten, oder? Die, die hier dabei sind oder dabei waren. Michael hat einen Stop auf 23 Punkte in Gewinn gezogen. Jetzt guckt euch an, wenn wir jetzt hier eine Umkehrformation kriegen, könnte man sogar ganz frech sein und nochmal einen nachlegen. Falco, 17 Punkte. Ja, so muss es doch sein. So, und jetzt müssen die Stops auch hinterher. Wir dürfen nicht vergessen, wir können uns gleich ganz entspannt eine Tasse Kaffee holen. Die Bewegung ist jetzt durch. Die Positionen dürften alle abgesichert sein. Es dürfte keiner mehr hinten liegen, oder? Im Verlust hat kein Stop mehr was zu suchen im Moment. Weil der nächste Schritt ist dann die Pressekonferenz hier. So, wer jetzt richtig Eier in der Hose hat, der wartet ab, bis diese Position hier oder bis diese Umkehrformation fertig ist und haut sich hier oben noch einen oben drüber und packt noch einen oben drauf, stoppt dann direkt da drunter auf die 50 und fertig ist die Laube. Wer da oben geholt ist, gut. Also geht er hier oben durch, ist gut. Dann kommt der nächste Schub, kommt der Schub nicht, fliegt man eben hier unten raus, auch nicht schlimm. Nicht weinen. Bis an die 49,7 darf er. Deswegen habe ich ihm hier unten auch ein bisschen Luft gegeben bis 46. Das letzte Hoch ist bei 49 gewesen. Bis dahin darf er. Und danach soll das Ding jetzt rennen wie die Hölle. Sind Fragen dazu? Dann sprecht jetzt. Wir können da oben ruhig noch einen drauflegen. Saubere Bewegung, schöne Korrektur. Wenn es da oben durchgehen sollte und hier oben die 59 anläuft, geht mein Stop hier auf die 50. Und dann nicht mit 4 Kontrakten, sondern mit 5. Fragen dazu. Hallo. Habt ihr schon Kuchen im Mund oder was? Speak with me. Doris. Yes. You have traded this position? Hey, ich hatte 10 ganze Scheiße. Das war jetzt ein Fehler. Okay. Ja, das wird natürlich nichts. Stimmt. Ich habe die Position aufgebaut heute Morgen und habe mir heute Morgen 3.000 Euro auszahlen lassen. Jetzt hätte ich meine Margenregeln hier volle Granate überzogen. Scheiße.
So, 18 rein, 49. Dreißig Punkte ist der schlechteste Fall. Ja, ich vergaß, dass ich auch noch 20 Dachse drin habe. Deswegen langte jetzt die Marge nicht, um da nochmal 10 nachzulegen. Jo, hier kommt gerade die Frage. Ich habe die Position selbst nicht gehandelt, aber es würde mich interessieren, warum die Mehrheit um die 20 Pips im Gewinn geschlossen haben. Im Schnitt sind alle bei 39,20 eingestiegen. 39,40 war doch keine deiner genannten Marken. Danke im Voraus. So, fragen wir doch einfach mal in die Runde. Wer ist denn wo bei 20 Punkten ausgestiegen und mit 20 Punkten? Und die, die ausgestiegen sind, hier mit 17 oder 20 oder 21 oder 23 Punkten oder so, die ausgestiegen sind. Vielleicht sagt er ja unserem Thomas einfach mal, warum? Vielleicht hat einer eine Idee oder erklärt mir mal, warum er da raus ist. Die Frage ist ja nicht ganz unberechtigt. Sollen wir ihm die auch beantworten? Da ist sie raus. Weg ist sie. Okay. Markttechnisch den Stop nachgezogen. Passt. Wer die Position heute Morgen hier durchgehandelt hat, Markttechnik, dann ist er hier in diesem Bereich um die 40 rausgeflogen. Das ist wohl richtig. Siebzehn rein, 8:27 und bei 38 raus mit 20 Punkten, 21 Punkten. Also nach Euro-Pro-Regeln, TP auf 20 Punkte und dann raus. Ist doch in Ordnung. Man muss ja auch so eine Nummer nicht so durchziehen, wenn man das nicht will. Wenn man sagt, okay, man handelt so eine Position morgens und kriegt dann mit so einem Schub sein Take-Profit und fliegt mit einem Take-Profit raus, ist das doch absolut legitim. Man muss ja nicht unbedingt auf die News gehen. So. Schauen wir mal, was man jetzt mit so einem News noch so machen kann. Jemand eine Idee? Ich für meinen Teil lege erstmal auf diese Bewegung Fibo, wenn er mir den dann gibt. Und wir sehen, er ist im 50er Bereich. Was kann man daraus schließen, wenn man will? Er darf jetzt noch runter bis an die 42. Nee, die meisten sind heute Morgen rein. Und die Marken heute Morgen standen auch fest.
Die Marken, die gucken wir uns gleich nochmal an. Die können wir gleich die Zeit ein bisschen überbrücken bis zur Pressekonferenz. Dann gucken wir uns die Marken mal an, die warten. Weil da war die 42 oder so war da dabei, ne? Nur 43. Wer hatte sich aufgeschrieben heute Morgen? Ja, keine. Hi, Thorsten, ist hier schon fest, wann das DAX Pro Update kommt. Wie lief DAX Pro heute? DAX Pro lief heute Morgen gar nicht so schlecht. Erstaunlicherweise, obwohl ich vollshortig eingestellt war, habe ich mich einfach an die Regeln gehalten und war long unterwegs und damit lief das Ding auch. Ist das Ding heute Morgen auch gar nicht so schlecht gelaufen. Guck mal hier. Da haben wir die Bewegung. 50 bis 81. Jetzt kann man sehen, ob man hier drüber, solange alles noch klar ist, wir traden News. 25 und 42 war die Marke. Danke, Georg. Genauso sieht es aus. Und guckt euch mal an, was an der 42 hier passiert ist. Alles um die 42 hier. Die 42, scheiße, hat er jetzt fast wieder. So, die vier Kontrakte sind raus. Jetzt heißt es, eine kleine Position. Er darf bis hier runter, darf er noch, bis an die 42, was auch mit der 61 sich deckt. Ich lasse den Stop hier unten bei 38. Wir sind im Risiko, das stimmt hier oben nicht ganz, warum auch immer. Ich bin im Risiko mit $84,90 und einem Target von $190. Das ist eine machbare Nummer. Wenn er jetzt anfängt zu rennen, Stop hinterher. Ich lasse ihn bei 41 liegen. Damit haben wir noch $60 Risiko gegenüber einem Take Profit von $200 ungefähr. Den Take Profit werde ich weiter wegziehen an die 75. So. Einstieg bei 47, wer ein bisschen Angst hat, Stopp auf 43. Ich gebe ihm ein bisschen Luft, wer ein bisschen Angst hat, Stopp auf 43. Dann gibt er ihm ein bisschen Luft. Entscheidung ist getroffen, Papa geht sich Kaffee holen. Coffee, please. Coffee, please. Ja, so ist es hier. Ich bin nicht mehr ein Kaffee. Hier macht jeder, was er will, keiner, was er soll, aber alle machen mit. Leute, schickt das Arbeitsamt. Komm, Pico, komm. Mama kocht uns keinen Kaffee, müssen wir auch alleine machen. Wir haben aber, doch mache ich gleich. Wir haben ja ein gutes Polster, deswegen kann man eine kleine Position hinterher schieben. Wenn die jetzt noch durchgehen sollte, kann man mit Mutti abends schön essen gehen. Wann kommt das Update? Hast du noch nicht verraten wollen? Nee, habe ich noch nicht verraten wollen, weil ich ganz ehrlich mit mir am Hadern bin, wie wir das machen. Wir haben das neue Euro Pro, ist fertig, die Beta-Version läuft stabil und läuft gut. Wir wollen das Update komplett mit DAX Pro und Cable Pro ausliefern, weil die Updates werden 89 Euro kosten. Alle drei zusammen, also DAX Pro, Cable Pro und
Euro pro, zack, da waren wir. Nee, waren wir nicht. Und wenn das jetzt rausgeht, dann ist das so eine Geschichte. Ich könnte jetzt höchstens so machen, dass wir das neue Euro Pro ausliefern und dann DAX Pro und Kebel Pro hinterher schieben. Das ist ein bisschen Vertrauenssache, weil ich habe keine Lust, den ganzen Kram einzeln irgendwie dann abzurechnen und Rechnung zu schicken oder was weiß ich. Also ein Kram, da habe ich keine Lust zu. Das ist mir einfach die Zeit zu schade. Deswegen würde ich das ganz gerne alles in einem Paket machen. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ansonsten müssen wir halt ein bisschen warten. So. Alle gut. DW. Das war's für den ersten Augenblick. So tief hätte er nicht fallen dürfen. Jetzt haben wir auch eine saubere Abwärtstrenddefinition. Deswegen muss die Position auch raus. Erledigt der Fall, John Cher und Genossen. Ergebnis sind immer noch $1,130 am heutigen Tag. Michael ist auch mit plus 23 raus. Frage zum allgemeinen Handel. Wie oft verlässt du deine Plattform? Wie lang sind deine Abwesenheitszeiten? Ich bleib so lange weg, bis ich fertig bin mit Popeln. Ne? Nein, Quatsch. Es ist so wie heute Morgen. So wie heute früh, wenn wir eine Position im Markt haben, die ist abgesichert, kann ich weg. Dann habe ich doch hier nichts mehr verloren. Was soll denn? Ich habe meine Entscheidung getroffen, ich habe meinen Stop platziert und alles, was ich jetzt hier im Markt noch machen kann, ist nur Fehler. Nichts anderes. Was ist neu an dem im Update für Euro Pro? Wir haben optisch ein bisschen was dran gemacht. Wir haben ein paar Filterparameter angepasst und wir haben die Linien dazu gepackt, die uns den voraussichtlichen Stop und Limit anzeigen. Das heißt, wenn ich jetzt in den Markt gehe, zeigt er mir, sieht man jetzt nur ganz schwach. Er zeigt mir hier die Stop. Wir sind jetzt unterhalb. Wir sind ja eigentlich mitten in einem Short Setup. Das heißt, in dem Fall, wenn wir jetzt auf den Knopf drücken, ist hier die rote Linie. Dort würde jetzt der Stop liegen und hier unten würde jetzt die Limit liegen, so dass man auf den ersten Blick sieht. Ist man gesund unterwegs oder ist man eher nicht so gesund unterwegs? Und wir haben an dem Filter ein bisschen was gebaut. Dazu kommt das neue DAX Pro und das Kebel Pro. Aber Kebel Pro kann auch noch ein paar Tage dauern. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Dazu kommt dann auch zeitnah kommen die Manipulationspunkte, die unser Uwe dann machen wird. DAX und Kebel laufen wohl noch nicht stabil bisher. Genau so ist es. Also für mich nicht stabil genug. Das ist es. Ich gebe hier nichts raus, was nicht absolut stabil läuft. Den Ruf, den wir da draußen im Markt haben, das ist nicht der schlechteste. Da habe ich 7 Jahre gebraucht, den aufzubauen. Den könnte ich mit so einer Geschichte jetzt innerhalb von wenigen Tagen kaputt machen. Und so blöd ist, glaube ich, kein normaler Mensch, dass er das, was er in 7 Jahren aufgebaut hat, in ein paar Tagen kaputt macht. Dann höre ich mir lieber dann noch ein bisschen das Gejammer eines Losers. Muss ich noch warten. Genau, Christian, muss ich noch ein bisschen gedulden. Genauso sieht das aus.
So. Bewegung, Korrektur. Jetzt kriegen wir eventuell so einen Klassiker. Das letzte Hoch der Abwärtsbewegung muss gebrochen sein. Den Fibo nehmen wir jetzt mal raus. Der irritiert nur. Jetzt handeln wir doch mal nach Regeln, oder? Wozu sind Regeln da? Damit sie gebrochen werden. So. Er muss jetzt über die 50. Und wenn wir wissen wollen, wann er die 50 erreicht, was machen wir da? Hä? Jungs und Mädels, legen uns einen Alarm dahin, oder? Schade, die Bewegung hätte sich hier sperren können. Genau das letzte Tief aufgesetzt hier, die. So. Ich sag jetzt einfach mal nichts. So, schauen wir mal. Alarm haben wir jetzt drauf. Wir schauen jetzt einfach mal. Oh, den Wirtschaftskalender. Hallo. Da. 0,25 ist geblieben. So, und dann kommt gleich die Pressekonferenz. Da wird, wenn wir wohl die Passiert-was-Karte gezogen haben, schätze ich mal so. So, er ist zwar durch dieses Hoch noch nicht durch, das Setup aus dem nackigen Chart ist aber ziemlich astrein. Nur wenn man sieht, wer aus dem nackten Chart handelt, kann hier eine kleine Position anfangen zu riskieren. Der Bruch, der hier jetzt erfolgt, wenn er hier jetzt erfolgt, der wird massiv sein, wenn er durchgeht, weil... Ton noch da? Ja. So, jetzt kommt zurück, Mignon. Das war jetzt doof. Ich hab's nicht geschafft, die Position da reinzukriegen. Blöd. Gerade meine Stop-Order platziert, das habe ich. Das kommt davon, wenn man abgelenkt ist. Das ist nicht gut. Über 39,50 wird die Luft ein bisschen dünner, aber bis 69 haben wir auf jeden Fall noch Luft. So ein Scheiß. Genau darüber hatte ich gerade meine Order platziert und habe es nicht mehr geschafft, die zu bestätigen. Das kommt davon, wenn man mit bestätigten Ordern arbeitet. So, Rücklauf.
Und ich mache den jetzt auch sauber. So, jetzt brauchen wir einen schönen Rücklauf hier bis an unsere Linie. Alarmlinie fliegt raus. Wenn wir jetzt hier eine schöne kleine Umkehrkerze kriegen, sauber. Weil wir können mit einem Stop bis 46 mit 3 Punkten Stop arbeiten. Das Hoch der Kerze ist bei 51, dann geht der auf 52. Sobald die Order greift und der Stop drin ist, geht der Stop direkt auf die 46. Wenn jetzt ein neues Hoch macht und hier hochläuft, können wir den Stop sogar direkt hier drunter ziehen. Auf die 49 mit 3 Punkten im Risiko. Ich bin auch nur mit. ...3,3 Punkte Risiko zu 20 Punkten, die wir vorne sind, als Ziel haben. Ich habe einen B-Trade-Stop dahinter, wenn die Position 8 Punkte vorne ist, sprich 52 bei 60 hier oben, also kurz das Hoch touchiert, geht der Stop automatisch auf plus 2. Wenn er zurückkommt, fliege ich raus. Da die Pressekonferenz gleich losgeht, könnte es auch sein, dass der Markt ein bisschen nervös ist. Ich bin aber froh, wenn ich so eine Position schon drin habe und die auch eng absichern konnte. So, jetzt muss ich mal ganz kurz ans Telefon. Ich lasse euch mal 2-3 Minuten hier alleine. Kommt der ohne mich klar so lange?
Ja, jetzt fragt sich der eine oder andere, war das jetzt richtig oder war das jetzt falsch? Nein, es war richtig. Wir hatten hier ein neues Hoch und ich wollte den Stop einfach eng da drunter haben. Ich will nicht so eine großen Risiken eingehen hier. So, holt euch eine Tasse Kaffee, in 10 Minuten beginnt die Pressekonferenz, die werden wir noch zusammen handeln, okay? Fragen dazu bisher? Auf den DAX gehe ich gleich ein. Ganz kurz, ich muss nur schnell nebenbei was lesen.
So. Ja, Johannes, das ist fertig. Ich finde es. Ich schicke es, ich schicke, ich packe es, lade es in die Cloud und schicke dir den Link. Dann kannst du dir das hochladen. Ist das okay? Bitte. Wenn das Hoch bei 54 genommen wird, erneut Long bei 55. Nein. In 5 Minuten beginnt die Pressekonferenz. Wir müssen abwarten, dass durch eine Aussage in der Pressekonferenz jetzt vielleicht so ein Ding entsteht, dann hier eine Korrektur entsteht und wir an der Korrektur sauber einsteigen können. Wenn wir sowas haben, Bewegung, Korrektur und dann in diesem Bereich hier eine Position platzieren, ist das gar nicht so schlecht. Der Draghi versucht immer wieder den Bullen eins, also ich glaube, dass Draghi den Bullen eins auf die Nase gibt, denn starker Euro schadet der Wirtschaft. Das ist, kann durchaus sein, das interessiert den Draghi aber manchmal überhaupt nicht und uns darf es überhaupt nicht interessieren. Wir müssen nur wissen, dass jetzt gleich was passiert, wir wissen nicht, was passiert, wir wissen nur, dass was passieren kann, darauf müssen wir vorbereitet sein. Der Rest ist uns völlig latte. Noch jemand ein Stück Erdbeertorte? Es ist eben alleine. Ja, genau. Ich muss die auch ohne Sahne essen. Sahne ist böse, Sahne schadet der Figur. Das Geile ist, wenn ich Webinar mache, quatscht mir keiner dazwischen. Nicht mal meine Frau. Nur Zeichensprache. Ist immer richtig schön ruhig hier bei uns im Haus. Kennt man sonst gar nicht. Kommen noch irgendwelche News halt rein? Hat die jemand im Blick? Die Arbeitslosen kommen heute noch. Schatz, schließ doch mal ab, bitte. Die Arbeitslosen kommen gleich.
So, bis zu den News haben wir noch genau 1 Minute 45. In dieser Range machen wir einfach nichts. Da muss man auch mal die Klappe halten, muss man auch mal zurückziehen. Lieber entspannt ein Stück Kuchen essen, ne? Der Thomas. Der Thomas hat mir gerade eine Mail geschickt wegen dem Update. Mein lieber Thomas, wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch. Wir finden immer einen Weg. Bis jetzt war es jedenfalls so. Du wärst der Erste, der es nicht hinkriegt. Ah, scheiße, jetzt habe ich auch noch die Verbindung verloren. Yep, ich bin nicht in der Cloud. In der Cloud heißt, dass ich sonst in der Cloud handle. Da ist der Verbindungsabbruch in der Regel nicht. Es sei denn, er ist jetzt. Ist einer von euch in der Cloud unterwegs? Die Cloud ist eine Wolke, das heißt, die Plattform läuft dann nicht hier, sondern die läuft auf dem externen Server. Den Jungs in Luxemburg reiße ich den Arsch auf. Indem, das merkst du gar nicht. Du gehst ganz normal über deinen Webbrowser rein. Du kannst dich in dein Konto, das kannst du dort ständig laufen lassen, wie auf einem fremden Rechner. Und gehst ganz normal da rein. Wie kannst von jedem Internetcafé. Kannst du dich einloggen. So, ich beende jetzt mal meine Plattform für. Nein, ist nicht mein eigener Server, ist ein WH-Server. Ich beende jetzt mal die Plattform hier und dann. Werden wir das Spiel mal neu starten. Ist einer von euch in der Cloud? Hat seine Plattform in der Cloud laufen, ist die auch unterbrochen oder ist die oder läuft die noch? Auf 76. Scheiße. Ah, 87.
Fuck. Wer ist noch dabei von euch? Ich muss meine Plattform neu starten hier. Ich komme nicht rein. Oh, ich krieg eine Krise. So, da ich nicht bei sein kann, aber den Blick auf den Kurs habe, wenn jetzt eine saubere Korrektur kommt, ich habe gesagt, dann sehen wir wahrscheinlich heute, werden wir noch die 1,40 kurz küssen. Nächster Versuch. Ja. Ich hatte im DAX die Position gedreht. Und jetzt kann ich die hier nicht. Das ist jetzt ärgerlich. Ich probiere es mal über die Cloud, da ich wenigstens in den Standard reinkomme. Sorry, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Wer hat denn jetzt eine Long-Position sitzen? Wer ist in der Long-Position drinne? Und hat die schon sauber absichern können? Hallo. BH ist der beste Broker. Da lasse ich auch nichts drauf kommen, auch wenn so eine Macken hier mal passieren. Das kann passieren. Ich probiere es gerade über die Cloud, dann sehen wir gleich, ob es funktioniert oder nicht. Wäre schön, wenn es funktioniert, weil ich bin noch mit, dürfte jetzt jedenfalls mit 20 DAX Short sein. Wer ist noch long?
So, ich muss nur schnell meine DAX-Position. Ja, versuchen zu. Abzusichern, weil jetzt geht ja das Gelaber da los. So, wer ist im Euro unterwegs oder im DAX? So, ihr habt doch noch das falsche Bild. Warum sagt denn keiner was? Schaut wo, Harry? Im Euro oder im DAX? Ja. Ich muss die jetzt leider in die Cloud wechseln. Jetzt sind meine ganzen Fibos und so weiter weg. Das ist jetzt ein bisschen doof. Aber er hat da oben fast die, was hat man gesagt, die 97 oder so sollte er anlaufen oben. Die hat er auch fast geholt. Ja, meine ganzen Fibos, alles weg hier. Stop würde ich auch da oben drüber lassen. Mit ein bisschen Luft für die Jungs, die im Euro short sind. Mit ein bisschen Luft würde ich den Stop da oben drüber legen. Ein bisschen Luft muss sein, wir geben müssen. Meistens wird sowas durch einen Doppeltop oder so abgearbeitet oder beendet. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass da noch mal was kommt. Ja, in der Cloud zeigt mir das in Euro und nicht in Dollar. Aufpasst die Umkehrformation für die Jungs, die short sind. Wenn er hier oben Doppeltop ausbildet, könnte man dieses Doppeltop leicht shorten. Vorsichtig. Immer Vorsicht. Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste. Ich habe heute Morgen, deswegen kann ich das jetzt auch nicht, mir haben sie heute Morgen ein Update aufgespielt mit der Beta-Version, die ich einrichten muss. Und deswegen bin ich jetzt hier so ein bisschen in den Hintern gekniffen. So, geht er jetzt hier unten durch, unter dieses Tief, haben wir eine Abwärtstrenddefinition. Dann sind die Shorties sicher, ein Stop da oben drüber und dann lassen wir das Ding fallen und gehen mal davon aus, dass er wieder hier runterläuft in den 38er Bereich und dürfte es das erstmal gewesen sein. Dann sind die Ausbrüche weg, die Folgen davon weg und dann sollte hier unten in diesem Bereich hier irgendwo 42, sollte spätestens mit dem Short auch erstmal Schluss sein. Okay, ich kann nicht mehr viel machen. Sind noch Fragen dazu? Wenn nicht, werde ich mich jetzt hier verkrümeln. Das hat so keinen Zweck. Ich muss meine Plattform neu einrichten hier.
Noch jemand eine Idee? Noch jemand irgendwelche Fragen? Okay, Jens, sprich bitte Dora. Vielleicht machen wir sowas ja in Zukunft mal öfter. 60 Minuten im Euro-Dollar. Schick mir ein Bild, Jens, dazu, dann können wir da kurz telefonieren oder so. Ich habe jetzt meinen Stundenchart nicht hier und ich komme auf meiner Plattform, auf meinem Rechner hier nicht rein. Ich muss das jetzt mit WH erstmal klären, wie ich das geregelt kriege. Okay, ist ja auch nicht so wild. Webinar war kostenlos, hat keiner was bezahlt, braucht sich auch keiner beschweren. Deswegen werden wir uns jetzt hier verkrümeln. Ne? Schönen Nachmittag. Wir sehen uns nächste Woche gleich am Dienstag. Sehen wir uns gleich zweimal. Einmal morgens, einmal nachmittags. Und mal gucken, ob wir uns da noch ein paar Punkte rauskitzeln können. Und guck mal, was der Euro macht, Jungs. Ne? Der wird ja wohl nicht doch mal kurz die 1,40 küssen. Deswegen gesagt, Ufbas hier umkehren. Okay, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Absichern, Kohle sichern. Und ansonsten sollte man sich auf das Wochenende eventuell vorbereiten, indem man einfach diesen macht. So, das soll es gewesen sein mit dieser Woche. Auf geht's. Wir freuen uns auf eine aufregende nächste Woche und wir sehen und dann nächste Woche Dienstag wieder in aller Frösche, hoffentlich den einen oder anderen auch mit dem gleichen Kontostand. Okay? Bis nächste Woche. Schönes Wochenende. Tschüss, tschüss und moin, moin, euer Skype-Trader Thorsten. Tschüss, tschüss.